So, irgendwo hier. Ah, da unten. Ach, Moment mal, bei diesem. Fahren wir nicht schon mal in diesem Tunnel? Oder irre ich mich da? Da ist er. Ganz heimlich versteckt. Ganz heimlich versteckt. Gut Deutsch. Dann schauen wir mal, was es da unten so gibt. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Ups. Dr. Carrington entwickelt wurde. Okay. Ja, das Das denke ich Ding mir aber kann ich auch. nicht hacken. Was? Und wir kommen hier nicht durch, wenn wir das nicht gehackt haben, kann das Der sein? Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen Zu gut uns einen geschützt. Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Oh, warte. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 Wow. erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Das ist ja Generation 1 und verständlich. 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien. Menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit? Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Alles klar. Von mir aus kann es losgehen. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Ja. Mach das mal, Dieten, mach das mal. Zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. Ja, mach das. Nein. Nein. Ach, hat eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. That's what she said. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer toter Mistkerl. Wissen wir. Patrone! Oh, ein Zinf. You're gonna burn in hell. Woohoo! Wir sind nicht allein. Schau mal, wer da ist. Schau mal, wer da war, meinst du? Das war echt nur einer, wirklich? Es war echt nur einer? Wow. Oh. Alter. Dankeschön. Oh, und ein Lego ein bisschen. Oh, und der hat Matrone. Patronen. Und eine Fusionszelle. Hä, wer sagt das denn? Moment. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das ja. bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um. Es ist etwas versteckt. Meint er, hier in diesem Raum ist etwas versteckt oder im Tunnel ist etwas versteckt? Das meint er doch bestimmt, oder? Ja, bestimmt. Okay, sie, ja. Ja, dicken Menschen, weiter geht's. Tüfteltom konnte die Verteidigungsanlage noch aktivieren. Hallo? Hat die Runner wohl kaum gestört. Hey, vielleicht hat es ein paar Leben gerettet.
Er ist sowas von der Vielfunktion. Können wir hier was? Scheinwerfersteuerung? Licht ausschalten. Ja. Und Turmsteuerung? Deaktivieren. Sehr schön. Dann brauchen wir uns damit jetzt erstmal nicht mehr herumzuschlagen. Hallo! Wow, Treffen ist immer so eine Sache. Moment, bevor wir uns da noch weiter ins Getümmel stürzen. Blutspritze. Mhm. Wow, das hat ja fast, das hätte nichts gebracht. Ein Eichhörnchenbissen oder ein Leguanbissen. Oh, yummy. Und Nuka-Cola Quantum. Oh, ich muss kurz nachladen. Moment. So. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Meine Güte. Fusionszelle, Fusionszelle, Fusionszelle. Kronkorken, Fusionszelle, Kronkorken. Schlauer Nikolaus. Ich bin schlauer Nikolaus. Nikolaus Flamel? Ja, aber da hat er wohl richtig verkackt, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Sachen überhaupt brauchen. Ich nehme die einfach immer mit. Genau, das wollte ich noch machen, weil wir ja so viel Dingens haben. Zu viel Strahlung abbekommen haben. Wir haben trotzdem so viel diverses Zeug dabei. Schrott. Achso, so rum. Wie sollen wir so viel... Ach stimmt, die... Ja komm, die ganzen Blechdosen können ja auch. Denke ich mal zumindest. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen könnten. So, Kronkorken... Oh, Zuckerbomben, Alter. Achso, das ist gar nichts. Das sah gerade ganz kurz aus. Würde man da noch was machen können? Hier gibt es nichts. Hier ist wieder nur Licht und das haben wir auch abgeschaltet. Sehr gut. Dadurch sparen wir uns so einiges an. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Munition, das wollte ich sagen. Turmsteuerung. Halte sie ein, brauchen wir nicht. Als kleine Überraschung für unsere Freunde. Was aktivieren? Okay. Oh ja, die werden jetzt angegriffen. Ha. Finde ich gut. Ach so, da unten. Und noch einer. Ja. Kelly. Die haben mich hier sogar alle richtig genannt. Ey, Kelly Kay. Kelly Kay, are you okay? Ich glaube nicht so. Also nicht mehr so ganz okay. Any okay? You okay? You okay, honey? Smooth criminal. So, da ich selbst ja derzeit auf Diät bin, gönne ich mir jetzt erstmal, gönnt sich mein Charakter zumindest mal einen Süßkuchen. Ja, muss ja auch mal sein. Er braucht den Zucker. So rank und schlank wie der ist, kann er vermutlich sowieso essen, was er will. So. Durch. Oh, ja, sauber. Ich bin halt ein richtiger Skiller.
Ja, natürlich hat Valentine das gefallen, ey. Wir sind der King. Sensor meldet feindliche Präsenz. Was? Nein, das stimmt gar nicht. Ey, was bist du mit dem so naufen Geist? Kurz nachladen. So. So, auf in den Torso. Mit Schmackes auf den Torso. Ich treffe gerade mal überhaupt nicht. Was ist das? Ah, das sind noch 5 Stück müssten da noch irgendwo sein. Dann werde ich erstmal, bevor es hier weitergeht, nochmal ein Stimpack nehmen. Ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Ein Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp. Das Switchboard? Ach, Mist, das ist ja nur eine Flasche, die brauchen wir doch gar nicht. Ich bin ja doof. Oh, jetzt erstmal eine Runde kochen. Eine Schöpfkelle gibt es ja auch. Das heißt, ihr könnt hier perfekt kochen. Strohkissen. Ich war doch gerade noch irgendwo was. Hier auf Fusionszelle. Eine kaputte Lampe, ein Bettchen. Bierflasche. Ah, Patrone. Gute, kostbare Patronen. Und hier ist das nächste Terminal. Was könnt ihr damit machen? Slocum Joe's wöchentliches Update von Deborah A. Finch betreff Slocum Joe's Nummer 8. Tarnung 1 als Besprechung, Leute. Die Zahlen für den September sind da. Nummer 38 hat einen arbeitserreichenden Monat. Wir hatten 18% mehr Kunden, obwohl wir die Putzleistungen halbiert haben. Wir starten mit der Operation Faules Ei des Generals. Also haltet auf dem Aufzug die Luft an. Wird jemand Brombis erwähnt, stellt euch dumm. Himbeere und Sahnefüllung waren die beliebtesten Sachen diese Woche. Der Bürgermeister ist am Ende vorbeikommen, um ein paar Hände zu schütteln. Falls Freunde oder Familienmitglieder fragen, sagt, dass ihr unten in der Lieferabteilung wart und es verpasst habt. Am Samstag gab es ein unerwartetes Gewitter, bei dem es einen der Transformatoren erwischt hat. Es gab im ganzen Block 4 Stunden lang keinen Strom, von 9 bis 13 Uhr. Alle, die Dienst hatten, wurden bereits informiert, aber jeder würde wissen, dass das Lieferteam in der Zeit drin festsaß. Sie haben eine Donutparty veranstaltet. Denkt dran, ablenken, ablenken, ablenken. Je weniger Details ihr preisgibt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie über eins stolpert. Vertraulich nicht weitergeben, vertraulich. So, Hindukusch-Bericht. Wir brauchen alles, was ihr uns über das Signal TPN-03 beschaffen könnt. Direkte Aufklärung, Funkaufklärung, ganz egal. Ich kann gar nicht gut genug betonen, wie wichtig das ist. Tägliche Updates. Sobald sie etwas Handfestes haben, leiten sie es an die Datenbank weiter. Und Halloween-Party. Nach dem Dienst gehen wir ins Antoine's. Da steigt eine richtige Halloween-Party mit Kostüm und allem drum und dran. Zivilisten werden auch da sein. Einschließlich jemand, von dem Kate glaubt, dass sie dir gefallen wird. Auch ganz sicher niemand, der nur auf Geld aus ist. Du musst mehr rauskommen. Das ist ein harter Auftrag für uns alle. Also lass dich nicht von diesen Datenverlierern runterziehen. Ei, ei. Eine Glühbirne. Und eine Dinnergabel. Wow. Fusionskern. Rausnehmen. So, was gibt's hier noch? Technisches Dokument, das nehmen wir sofort mit. Ja. So, und was haben wir hier oben? Zentrales Terminal. Ja, natürlich können wir das nicht aufmachen. Verbranntes Lifestyle-Magazin, das brauchen wir auf jeden Fall. Den Code kann ich nicht knacken. Und das können wir auch nicht knacken. Deacon, du bist doch gut im Knacken, oder? Wo ist denn Deacon? Deacon! Hallo? Achso, warte, du bist Deacon. Ah, das Switchboard. Das weckt eine Menge Erinnerungen. Ja, da könnt ihr einfach so machen. Ach, wir können hier. Ei. Ganz vorsichtig. So. Hallo. Oh, Moment, ich muss nachladen. Wartet ganz kurz. Dankeschön.
Hätte ruhig ein bisschen eher kommen können. Du brauchst einen neuen Text, Nick, wirklich. Du solltest dir einen neuen Text einfallen lassen, weil langsam wäre der Text ja echt schon alt. So, hier gibt es noch eine Tür.